Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir hier aus dem Norden Norwegens. Heute mal ohne die Mädels. Im nächsten Video geht's mit denen gemeinsam wieder los. Was wir heute machen ist, oh Alter, hier sind so viele Bremsen. Ich werde in den Offroad-Bereich gehen und unter anderem mit euch gemeinsam meine Kameras testen, wie ich mich filme, wie das funktioniert, ob ich ein Kamerateam dabei habe und all diesen Fragen möchte ich mit diesem Video aus dem Weg gehen und das Ganze ein bisschen aufklären, wie die Kameras wirklich funktionieren, wie ich mich alleine auf meinen Reisen filme, dass es teilweise aussieht, als ob ich, weiß ich nicht, einen Drohnenshot oder sowas habe. Habe die Kameras damals tatsächlich auch schon benutzt. 2020, glaube ich, war das auf meinen Reisen und habe angefangen, so alles zu dokumentieren. Unter anderem auch hier auf meinem Kanal. So habe ich die Kamera schon lange vor meiner Zusammenarbeit benutzt. Ich kann mich erinnern, da war ich damals in Chile, Argentinien, Afrika unterwegs und habe damals noch die X2 benutzt und so mich immer selbst gefilmt. Ich fahre hier gerade mit 30 km/h lang auf der Suche nach Häuschen links und rechts. Das Werkzeug finden. Man muss sich einfach vorstellen, das wäre warm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gemeinsam in den Offroad-Bereich, fahren mit der Karre ein bisschen rum und ich zeige euch, wie ich meine Kameras nutze. Das Erste, was wir jetzt machen werden, ist, dass wir die Kamera aus dem Fenster halten. Dafür gehe ich mal ins Auto und zeige euch, wie das Ganze aussehen kann. So. Oha. Auto kaputt gemacht. Nimmt man erstmal das Ding vorne ab. Und dann hat man diesen 3 Meter Selfie-Stab und kann den aus dem Fenster halten. In diesem Fall mache ich jetzt mal den Beifahrer, nehme diesen 3 Meter Stab, schiebe das ganze Ding aus, halte das aus dem Fenster raus und fahre dann mit dem Auto einfach vorwärts. Und das hier sind dann unter anderem Aufnahmen, die dabei so entstehen können. Und ich liebe das, wie einfach das ist und wie gut man wirklich 380 Grad in jegliche Richtungen mit dieser Kamera filmen kann. Nachdem man solche Aufnahmen gemacht hat, kann man sich die separat nochmal auf dem Handy angucken, in der App öffnen und bearbeiten. Hier sieht man dann alle Aufnahmen, die man gemacht hat und unter anderem auch diese 360-Grad-Funktion, von der jeder spricht. In der App kann man dann auch sehen, wie hoch der Selfie-Stab gerade ausgeschoben worden ist. Auch kann man mit der X4 in 8K aufnehmen. Ich habe jetzt einfach mal als kleinen Vergleich einmal ein Video aufgenommen in 5,7K und in 8K. Das erste Video aufgenommen in 5,7K und hier rangezoomt, die Aufnahme ist okay. Im zweiten Video 8K aufgenommen, die Aufnahme ist beim Reinzoomen auch noch deutlich schärfer. Was mir direkt auffällt bei der X4 ist, dass der Akku deutlich länger hält als beim Vorgängermodell. 135 Minuten bei 5,7K und 30 FPS. Der Selfie-Stab wird jedes Mal ausgeblendet und ich finde, in dem Video kann man das relativ gut erkennen, dass man den nicht erkennt, außer halt im Schatten. Und ich finde das so enorm, wie das Ganze aussehen kann und wie man sich dann selbst das Video in der App zusammenschneiden kann. Und dann kann man das Ganze abspielen und das wird dann jeweils so angezeigt, je nachdem, wo man die jeweiligen Punkte gesetzt hat. Hier zum Beispiel habe ich schon ein kleines Reel draus geschnitten, als auch hier, wo ich den Reinebringen hochgesprintet bin. Und ich liebe diese X4-Kamera allein schon für all die Momente, wo man keine Drohne nutzen kann. Es gibt an den schönsten Orten Drohnenverbote und da denn die X4 nutzen zu können, ist einfach Gold wert. Auch kann man die Kamera starten mit Sprache im Sinne von Start oder Stopp oder auch Zeichen. Wir probieren jetzt nochmal einen anderen Winkel aus. Was? Let's go. Installed amazing, my friend. My city's gonna tell you the tale. Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. Das ganze Auto piept hier. Vor einigen Jahren sind wir mit dem Motorrad mal hier hochgefahren. Jetzt sieht das Ganze doch sehr verwachsen aus. Nach einer Zeit haben wir uns überlegt, wieder umzudrehen. Okay, wir sind jetzt wieder raus aus unserem Weg, den wir gerade gefunden haben. Ich war hier 2021, glaube ich, mal mit dem Motorrad und bin hier gegen einen Baum gefahren. Oha, guck mal, hier sieht das jetzt aus, als ob das wieder ein bisschen mehr Offroad wird. The damage is already done. Take a look around this war zone. The damage is already done. Take a look around. Ich habe übrigens eben so einen Fuchs gesehen. Oha, ist das schön hier. Guckt euch das mal an. Oh, mit diesen Sträuchern hier kann man Lachs räuchern. Das habe ich irgendwo mal in Kanada von Einheimischen gelernt. Oh, ich wünschte ja, das wäre jetzt ein Water Crossing, was man hier machen könnte. Aber die haben einfach eine Brücke hier hingebaut. Wow, guck mal, wie geil das aussieht. Oh,
Was hat er denn jetzt gemacht? Nein. Also, es wäre einfacher gewesen, da hätten wir einfach das Wasser überquert. Ich dachte auch, das ist hier noch krasseres Offroad. Oh, jetzt. Jetzt können wir reden. Jetzt sind wir im Offroad. Jetzt sind wir im Offroad-Bereich angekommen. Holy shit. What? It's far down. But it's no problem for the Ford. Wow, ist das schön hier. Okay, ich gehe mal raus. We need a big rock. Okay, let's get big rocks. Da kommt der XL-Stein. That's fine. That's fine. Oh, you hit it. Oh my god, that was perfect. Easy. Okay. Oh, die Kamera filmt hier auch noch fleißig mit. Moin. Aufnahmen wie diese kann man auch easy einfach in der App KI generieren lassen. Ist so krass, wie der dann einfach verschiedene Optionen anzeigt, die du auswählen kannst und du einfach ein fertiges Video hast. Das ist abnormal. Hier jetzt gleich ein weiteres Beispiel von gestern. Ich verstehe, du machst einen Klick auf einmal Video fertig. So, jetzt fährt der Profi hier wieder weiter und zeigt euch mal, wie das richtig im Offroad-Bereich geht. Yeah. Ich meine, man zahlt ja hier dafür, dass man rein kann, ne? Wow. Wow. Oh my goodness. Oh, okay. This is not a road. No joke, 3 Jahre zuvor war hier eine Straße. Wir sind da mit Motorrad hochgefahren. Wir sind jetzt angekommen. Wieder auf der normalen Straße und fahren jetzt mal hier raus aus dem Offroad-Bereich und wieder rauf auf den normalen Asphalt. Das Ganze dauert aber safe noch, weiß nicht, eine Stunde oder so. Ja, krass. Also irgendjemand zahlt hier Geld für so eine Straße, in die man reinfährt, die von relativ normal Offroad auf bisschen härter Offroad hin zu einfach nur Büsche sind. Also ich frage mich, ob hier jemals irgendwelche Menschen langfahren. Naja, 4 Euro hat uns der Ausflug gekostet. Wunderschön ist es trotzdem. Irre. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder. Damit geht das Video langsam von heute zu Ende. Und ich will an der Stelle ein ganz, ganz großes Danke an euch da draußen aussprechen. Ich freue mich auf alle Videos, die jetzt wieder hier auf dem Kanal langsam online gehen. Über meine Reise, die übrigens mit Christina jetzt losgeht, die hat mir gerade geschrieben. Sie hat meine Lederkombi gefunden, wir haben ein Motorrad organisiert in der Türkei. Anyway, ich freue mich da extrem drauf. Was ich eigentlich sagen wollte ist, diese Kamera begleitet mich mittlerweile als Kooperation schon über 2 Jahre. Und ich stehe hinter diesem Produkt wirklich zu 100%. Falls ihr vielleicht nicht das Geld für eine Drohne habt oder an Orten unterwegs seid, wo eine Drohne nicht erlaubt ist, kann ich euch die Kamera mit dem Selfie-Stick einfach sehr empfehlen. Unter dem ersten Link unter der Beschreibung kommt ihr zu der X4-Kamera. Die ersten 30 Bestellungen bekommen einen extra Selfie-Stick oder ein Carry-Case zu ihrer Bestellung dazu. Unter dem ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr zu der X4-Kamera. Die ersten 30 Bestellungen bekommen einen Selfie-Stick oder einen Carry-Case dazu. Falls ihr, keine Ahnung, nicht die X4 holen wollt, sondern das Vorgängermodell, die X3 oder die Ace Pro, mit der ich immer, weiß ich nicht, mich filme, diese Action-Cam, dann bekommt ihr 140 Rabatt oben drauf. Damit würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Im nächsten Video seht ihr mich dann mit den Mädels zusammen, wo wir hier in Norwegen weiterreisen, unter anderem Watercrossings machen mit dem Auto und danach folgen dann die Videos mit Christina in der Türkei mit dem Motorrad. Tschüss!